für Umwelt, und ich durfte, wo ich im Zuständigkeitsbereich neu fand, sehr viel und gute Arbeit und Vorrat geleistet hat. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Abend und heiße Sie herzlich willkommen im Landesmuseum. Namentlich möchte ich begrüßen Herr Direktor Rainer Vollkommner als Vertretung des Stiftungsrats Ajo Brocci, Helmut Kindle, Leiter Amt für Umwelt, Frau Doris Jäcki Lind von Honorarkonsulin von Dänemark und Herr Holger Fick als Kurator der Ausstellung. Ich freue mich, als zuständige Ministerin für Umwelt heute Abend gemeinsam mit Ihnen allen die Ausstellung zu eröffnen zu dürfen und ein paar Worte auf Sie zu richten. Ich denke, das Thema hat den Nerv getroffen. Wir sind da heute sehr viele Leute versammelt, die die Ausstellung gemeinsam eröffnen möchten. Das Land Liechtenstein hat eine wertvolle naturkundliche Sammlung. Sie wird vom Amt für Umwelt betreut. Ein kleiner Teil von dieser Sammlung wird im Rahmen von dieser Ausstellung präsentiert. Und 3/4 von den Objekten von der Sammlung werden da präsentiert und sagen die einheimische Tierwelt. Nach dem Start und nach der Eröffnung hier geht die Sammlung die Ausstellung in andere Museen und wird dort als Botschafter, als sympathischer Botschafter für Liechtenstein fungieren. Ich denke, die Ausstellung, die Sonderausstellung, ist hier ein Ausdruck von der guten Zusammenarbeit zwischen Amt für Umwelt und dem Liechtensteinischen Landesmuseum. Ich möchte allen Beteiligten herzlich gratulieren und danken für Ihren Einsatz, den Sie zur Realisierung der Ausstellung gebracht haben. Ganz besonders erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang der Herr Holger Frick als Kurator. Vielleicht haben Sie es heute Abend gespürt auf dem Weg der Vera, aber der Frühling, den wir sehr lange gewartet haben, ist endlich eingetroffen. Wir sind zwar dahin, aber auf dem Weg, wenn Sie zu Fuß gekommen sind, haben Sie sicher die Lindenlüfte geniessen können. Sie haben ganz sehr auch schon das Vogelgezwitscher, wenn Sie früh genug aufstehen, am Morgen geniessen können, mit dem Vogelmännchen Ihre Vogelweibchen beeindrucken möchten. Die Veränderungen in der Natur sind vielfältig. Sie sind in der Botanik, das Gras sprießt und Bäume anfangen zu blühen rundum. Die Art der Vielfalt, die sich da ausdruckt im Frühling und ganz besonders im Ausdruck und im Frühling, ist nicht selbstverständlich. Sie hat den Ursprung in der geschlechtlichen Fortpflanzung und die Ausstellung geht der Frage nach der Vielfalt. Sie zeigt, wie der Lobfrosch seine Partnerin durch lautes Quaken sucht. Sie zeigt, wie ein Hirsch durch ihres Gehabe die anderen Konkurrenten aus dem Feld schlagen wird, sodass sie die ganze Weibchenherde für sich alleine gewinnen. Die männlichen Partner im Tierreich versuchen auf vielfältige Art, ihre Weibchen zu beeindrucken. Und das ist ja, wie wir sehen wissen, nicht immer sehr einfach.